Mit der AVAYU OG und der GeoCompanion GmbH begrüße ich zwei neue hier beim Award. Erstmals erfolgreich. Direkt links neben mir nehme ich in der Immobilientelematik Herr Philipp Ma, Geschäftsführer der AVAYU OG mit der Lösung Watt Live. Es war eine umkämpfte Kategorie, das können Sie mir glauben, die Immobilientelematik. Da gab es eine ganze Menge Einlösungen. Zum Beispiel, ich darf es eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Aber Sie würden sich an den Kopf fassen, wenn Sie wüssten, was das für Namen sind. Was macht Watt Live denn so besonders? Wir unterstützen private Haushalte, dass sie ihren Stromverbrauch individuell verstehen, und zwar auf Geräteebene. Und das grenzt uns besonders von anderen Lösungen ab, die meistens den Stromverbrauch auf Haushaltsebene betrachten. Und so ermöglicht es uns eben zu sagen, dass wir wo und wie der Strom verbraucht wird und direkt Tipps zu geben, was der Haushalt tun kann, um Strom einzusparen. Ja, super. Es hat uns total gefreut, dass wir als Startup einen Preis gewonnen haben. Das gibt uns einen richtigen Aufwind, hoffen wir, langfristig gesehen. Und wir werden das Beste daraus machen, unser Produkt weiterzuentwickeln und Watt Live eben zu einer Lösung zu entwickeln, die privaten Haushalten hilft, ihren Stromverbrauch einfach zu verstehen. Wir informieren Sie weiter über die AVAYU OG. Rechts neben mir begrüße ich jetzt Herrn Michael Pöhlmanns, Geschäftsführer der GeoCompanion GmbH. Sie waren erfolgreich mit dem GeoC Pro im Bereich der Sicherheitstelematik. Man kannte Sie auch noch nicht. Sie waren in der Gesprächsrunde. Jetzt nochmal auf die Bühne zum Award abholen. Guter Tag, oder? Ein sehr guter Tag. Also ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr über diesen Preis, über diese Auszeichnung für uns als Startup-Unternehmen. Da wir im internationalen Bereich tätig sind, ist das auch eine sehr, sehr gute Hilfe gegenüber unseren Mitbewerbern. Ja, ich bedanke mich herzlich für diese Auszeichnung bei der Jury und bei Ihnen auch. Den Telematik.de und ja, freue mich auf den nächsten noch. Wer sich sicherlich auch gerne noch bedankt hätte, hoffe ich zumindest, ist die Telematik Dresden GmbH. Sie denken vielleicht, es fehlt doch einer in der letzten Runde. Ja, genau dieses Unternehmen. Die hatten keine Zeit mehr, sind schnell los, waren aber erfolgreich, zur Vollständigkeit aber, mit dem GPS-Tracker BCT1 in der Kategorie Sporttelematik. Ich danke Ihnen vielmals. Schauen Sie sich die anderen Videos an, schauen Sie sich den Trailer an und schauen Sie sich unbedingt die Gesprächsrunde an. Ich wünsche noch gute Unterhaltung. Danke.